Sie sind hier, 9. Oktober 2018, 17.18 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten München. Gerard Piqué wird wegen seiner schwachen Leistungen in La Liga scharf kritisiert. Auch Lionel Messi stellt den Verteidiger an den Pranger. Schlechte Leistungen, häufige Aussetzer, Gerard Piqué gerät beim FC Barcelona zunehmend in die Kritik. In den letzten 4 Ligaspielen waren dem Innenverteidiger 5 Patzer unterlaufen. Nach dem 1:1 beim FC Valencia holte Piqué zum Gegenschlag aus. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich freuen, wenn es bei mir einmal nicht gut läuft. Sie können glücklich sein, sollen aus ihren Höhlen kriechen und die Sonne genießen, sagte der Spanier. Piqué hatte offenbar das Gefühl, nach dem durchwachsenen Saisonstart als Sündenbock abgestempelt zu werden. Wenn wir ein Gegentor kassieren, dann ist das immer mein Fehler. Darauf warten die Leute nur, sagte er. Zwischen Messi und Piqué. Zuvor soll es bereits zu einer Auseinandersetzung zwischen Piqué und Mitspieler Lionel Messi gekommen sein. Die spanische TV-Sendung El Chiringuito berichtete sogar von einem völligen Zusammenbruch des Verhältnisses der beiden. Demnach soll Messi den Abwehrchef für schlechte Defensivleistungen verantwortlich gemacht haben und ihm die Schuld an den vielen Gegentoren gegeben haben. Anzeige, jetzt Fanartikel von Barca sichern, hier geht es zum Shopping und der Laufenpatzer. Am Sonntag hatte der Star vom FC Barcelona gegen den FC Valencia beim Gegentor von Ezequiel Garay sehr unglücklich ausgesehen. Auch am 1:1 gegen Athletic Bilbao hatte er seinen Anteil. Und die 1:2-Niederlage gegen Schlusslicht Leganés hatte der 31-Jährige mit einem kapitalen Fehler begünstigt. Anzeige, der ZN gratis testen und La Liga live. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.